Die Globalisten, die sind so dumm. Die Kugel ist dreidimensional. Egal wie viel Mal hier sie um sich selber um eigene Achse dreht, die muss nach 90 Grad zum Umkehr kommen. Und dann wird sie sich zum Beispiel hier sind, 100 Tage nach 100 Tagen muss sie in diese Position kommen. Und dann in diese Position ist schon diese Seite, ist auf anderer Seite. Egal wie viel Mal sie sich um eigene Achse dreht, das ist Kugelgesetz, das gibt es, ich weiß es nicht, ich muss das euch erklären. Wie möchtest du etwas erklären, was du offensichtlich selbst nicht wirklich verstanden hast? Zudem postulierst du hier gar ein Gesetz der Kugel, welches so überhaupt nicht existiert. Diese Zahlen habt ihr da ausgedacht, das sind Globalisten ausgedacht. Siderischen Tag, das spielt keine Rolle. Es spielt nicht mal die Rolle, wie viele Tage sich die Erde um eigene Achse zum Beispiel dreht. Die muss nach 90 Grad in diese Position kommen, damit es Plus und Minus zum Plus und Minus kommt. Anders geht es nicht. Du hast zumindest an einem Punkt recht. Es ist tatsächlich egal, wie oft die Kugel rotiert, wie viele Tage also das Jahr hat. Das können 365 sein oder auch nur 3. Das ist völlig Wumpe. Das Prinzip ist dasselbe. Nur hat das absolut nichts mit irgendwelchen Gegensätzen zu tun. Auch nicht mit Plus und Minus. Du wirfst hier Dinge in einen Topf, die rein gar nichts miteinander zu tun haben. Wir reden hier einzig und allein über zwei einfache Drehbewegungen. Zwei Rotationen, die sich überlagern. Einmal die Rotation der Erde um sich selbst und einmal die Drehung auf der Bahn um die Sonne. Um mehr geht es hier gar nicht. Kein Plus, kein Minus. Und noch nicht mal diese beiden Rotationen selbst haben etwas miteinander zu tun, sondern sind praktisch unabhängig. Vom Spezialfall der sogenannten gebundenen Rotation einmal abgesehen. Aber um den geht es hier ja gar nicht. Außerdem, wie kann denn bei dir zwischen Plus und Minus eigentlich noch ein weiteres Plus sein? Erst zweimal Plus, dann zweimal plötzlich Minus? Deine eigene Grafik widerspricht dir schon, beziehungsweise ergibt schlichtweg keinerlei Sinn. Und nach diesem Kreis, nach 180 Grad, wird diese Seite zu dieser Seite wechseln. Das ist unvermeidlich. Tätowiert euch auf die Stirn. Ihr seid zu dumm, um einfache Dinge zu verstehen. Diese Notizen, oder wie heißt das, schreibt, du hast nicht berücksichtigt, dass die Erde um eigene Achse dreht. Das spielt keine Rolle. Ich habe doch gesagt, wie viel Mal, zum Beispiel 10 Mal, 100 Mal, in dieser Position fängt sie an zu wechseln. Und hier zum Beispiel wieder Wechselprozess geht. Aber diese 4 Kreuze, das sind 180 Grad von 360, die Hälfte. Und die Hälfte muss eine Umkehrung haben, sonst gibt es nicht so eine Umkehrung. Es gibt hier weder Plus noch Minus noch irgendeine Umkehrung, Johann. Wir reden über eine einfache Kugel, die sich dreht und sich dabei auf einer annähernden Kreisbahn um eine andere Kugel bewegt. Da kehrt sich nichts um. In meinem Kommentar hatte ich dir übrigens auch kurz den Unterschied zwischen dem bürgerlichen und dem siderischen Tag erklärt. Offenbar hast du ihn ja gelesen. Daraufhin aber direkt gelöscht bzw. mich blockiert. Ist das feige aus Angst vor der Wahrheit oder einfach nur ignorant? Sowas gibt es nicht, dass die immer hat hier um 15 Uhr Tag und hier um 15 Uhr Tag. Nein. Genau das ist der Haken. Die Erde kann nichts. Versuch mal selber eine Kugel um andere Kugel zu drehen. Okay, Deal. Das ist eine gute Idee. Machen wir es so simpel wie möglich, quasi Kindergartenniveau. Noch einfacher kann man es nicht darstellen. Wir bauen uns also mal schnell ein kleines Sonnensystem, auf welches wir von oben hinabschauen. Hier haben wir unser Zentralgestirn und einen kleinen Planeten mit einem Beobachter. Ähnlichkeiten mit real existierenden Planeten sind natürlich rein zufällig. Die Kugel, nennen wir sie meinetwegen RD, lassen wir jetzt gleich mal gegenläufig um den Stern kreisen. Das Ganze ist logischerweise nicht maßstabsgetreu, denn so dichte dran wäre der Planet vermutlich nicht bewohnbar. Wir kürzen auch das Jahr etwas ab und legen einfach fest, ein Jahr, also ein kompletter Umlauf um den Stern, hätte nur 3 Tage. Allerdings müssen wir vorher erstmal noch was klären.
was ist denn eigentlich ein Tag? Na, da stellen wir uns mal ganz dumm und fragen uns, wann stellt Muttern das gute Essen auf den Tisch? Na, mit Sicherheit zur Mittagszeit. Ein Tag ist also im Prinzip die Zeit von Bratwurst bis Erbsensuppe. Also von Mittag bis Mittag, nicht wahr? Wie viele Stunden das nur dauert, ist dabei ziemlich egal. Diese Einteilung ist willkürlich und praktisch beliebig. Unsere Einteilung in 24 Stunden ist zwar sinnvoll, aber nicht zwingend. Es wären auch beliebige andere Teilungen denkbar. Ein bürgerlicher Tag ist einfach nur die Zeitspanne von Sonnenhöchststand bis Sonnenhöchststand. Salopp also von Mittag bis Mittag. Auch um wie viel Grad sich der Planet in dieser Zeit dreht, ist für die Definition des bürgerlichen Tags vollkommen egal. Es zählt einzig und allein der Sonnenstand. Innerhalb dieser Zeitspanne gibt es natürlich einen Sonnenuntergang, eine Nacht und einen Sonnenaufgang. Lassen wir den Planeten erstmal nur um sich selbst drehen, ohne Bahnbewegung, dann sieht das logischerweise so aus. Sonnenuntergang, tiefe Nacht, Sonnenaufgang und wieder helllichter Tag. Gut. Nehmen wir jetzt noch die Bahn um den Stern hinzu. Da wir hier von nur 3 Tagen ausgehen, kann man sich leicht überlegen, wo sich der Planet an jedem dieser Tage zur Mittagszeit befinden muss. Ausgangspunkt ist unser Beobachter um Punkt 12 am Mittagstisch. Einen bürgerlichen Tag später befindet sich der Planet hier. Der Beobachter ist wieder beim Mittag. Nach 2 Tagen sind wir hier und nach dem 3. Tag ist der Umlauf komplett, also 1 Jahr vorüber. So, und jetzt lassen wir den Planeten mal für 1 Tag laufen und schauen uns an, was sich bei gleichzeitiger Rotation um sich selbst und der Drehung um den Stern ergibt. Sonnenuntergang, tiefe Nacht, Sonnenaufgang und wieder hell. Das war exakt ein bürgerlicher Tag. Die Sonne steht für den Beobachter wieder genau dort am Himmel, wo sie auch tags zuvor zur gleichen Uhrzeit stand. Gehen wir weiter zum 2. Tag. Interessant hierbei ist die 180 Grad Position. Gleicher Verlauf wie während des 1. Tages. Und es war deutlich zu sehen, hier in diesem Beispiel ist auf der 180 Grad Position für den Beobachter tiefe Nacht um 0 Uhr. Und nicht, wie von dir mehrfach behauptet, 15 Uhr oder meinetwegen 12 Uhr. Nein, es ist Nacht und das auch zu nächtlicher Uhrzeit. Der Grund ist, dass der bürgerliche Tag, wie bereits mehrfach erklärt, sich eben nicht nach dem Drehwinkel des Planeten richtet, sondern allein nach dem Sonnenstand. Somit kann es dort gar nicht zu der von dir behaupteten Situation kommen, dass es um 15 Uhr dunkel ist. Denn 15 Uhr ist 3 Stunden nach 12 und 12 Uhr ist es per Definition genau dann, wenn die Sonne am höchsten am Himmel steht. An jedem Tag des Jahres ausnahmslos. Das ist der Bezugspunkt, das ist die Referenz für unseren bürgerlichen Tag. 12 Uhr ist hell. Natürlich könnte es auch auf der 180 Grad Position für den Beobachter mittags sein. Das wäre bei einer geraden Anzahl Tage pro Jahr der Fall. Nehmen wir als Beispiel jetzt also 6. Das ändert nichts an der grundlegenden Tatsache, mittags um 12 ist es immer hell. An jedem Tag und auf jeder Position des Planeten rund um den Stern. Deine ganzen Ausschweifungen zur Kugel, den 3 Dimensionen, den Drehachsen, Drehung vor einem Spiegel etc. sind hier also vollkommen irrelevant und in vielerlei Hinsicht sogar noch ziemlich falsch. Du wirfst anderen vor, die Kugel nicht verstanden zu haben, kommst dann aber selbst mit solchem Kokolores um die Ecke, dass eine Kugel angeblich 14 Seiten hätte? Von denen kannst du 13 gleich wieder streichen, denn mathematisch gesehen, im Sinne einer Fläche, hat eine Kugel genau eine Seite. Und auch den siderischen Tag hältst du ja für Blödsinn, gar für einen Bluff der ach so bösen, verlogenen Globalisten. Doch auch in diesem Punkt irrst du gewaltig. Kommst aber in deiner ideologischen Festgefahrenheit, wahlweise auch Altersstarrsinn, gar nicht mehr auf den Gedanken, dass der Fehler auch bei dir selbst liegen könnte. Das tut er aber, und das zeige ich dir jetzt hier. Denn wie bereits im anderen Video kurz erklärt, bezieht sich der siderische Tag, auch Sternentag genannt, eben nicht auf den Sonnenstand, sondern allein auf den Rotationswinkel des Planeten. Ist also vom Bezugspunkt her praktisch das genaue Gegenteil zum bürgerlichen Tag. 2 komplett verschiedene Paar Schuhe. Lassen wir den Planeten also nochmal laufen und stoppen ihn nach exakt 1 Drehung um sich selbst. Das war ein siderischer Tag, eine Drehung um exakt 360 Grad. Zur Erinnerung, der bürgerliche Tag dauert in unserem Beispiel bis dort. Der Planet dreht sich bis dorthin um insgesamt 420 Grad. Nämlich 360 plus noch die 60 Grad, die er während eines Tages auf seiner Umlaufbahn zurücklegt. Der siderische Tag ist also deutlich kürzer als der bürgerliche, in diesem Fall um 1/7. Nehmen wir eine bürgerliche Tageslänge von 24 Stunden an, so dauert der siderische hier somit nur 20 Stunden und rund 34 Minuten.
Gehen wir weiter zum zweiten. Zum dritten. Vier. Fünf. Sechs. Und noch ein. Jetzt sind wir einmal rum. Wir hatten also tatsächlich 7 siderische Tage, aber nur 6 bürgerliche. Denn insgesamt dreht sich unser Planet hier während eines Jahres 7-mal um sich selbst. Bei der realen Erde ist es auch nicht anders. Nur halt nicht mit 6 Tagen, sondern mit 365 bei rund 366 Umdrehungen, was einen Zeitunterschied zwischen bürgerlichem und siderischem Tag von etwa 4 Minuten ausmacht. Natürlich spielen noch etliche andere Faktoren eine Rolle, sodass es real nicht so exakt aufgeht wie hier in diesem einfachen Beispiel, aber das Prinzip ist dasselbe. Oh, und weil es gerade so schön ist, können wir hier gleich noch ein weiteres Phänomen erklären, wenn man eh schon mal dabei ist. Bislang ist hier alles schön ganzzahlig. Ein Jahr bedeutet eine komplette 360-Grad-Drehung um den Stern, bei 6 Tagen sind das pro Tag also genau 60 Grad auf der Umlaufbahn. Was wäre jetzt aber, wenn wir die Bahngeschwindigkeit minimal verringern, von täglich 60 Grad auf sagen wir 57, 58 Grad, so in dem Dreh? Lassen wir den Planeten mal ein Jahr laufen. Es ist deutlich zu sehen, dass sich die Position nach einem Jahr minimal verändert hat. Nehmen wir ein weiteres Jahr. Offensichtlich verschiebt sich zu jedem Jahresbeginn die Position des Planeten immer weiter ein kleines Stück nach hinten auf der Bahn. Er ist natürlich ungünstig, denn dadurch laufen allmählich die Jahreszeiten und der Kalender immer weiter auseinander. Nach 4 Jahren entspricht die Abweichung bereits einer ganzen Tageslänge. Was läge da also näher, als in diesem 4. Jahr einfach einen zusätzlichen 7. Tag einzuführen? Und schon stimmen dank dieses Schaltjahres Kalender und astronomische Position des Planeten wieder überein. So einfach ist das. Und in der Realität ist es genauso. Nur gibt es dort neben der 4-Jahres-Regel noch die 100er und 400er-Regel. Aber so genau wollen wir es ja gar nicht wissen. Du siehst jedenfalls, es funktioniert alles exakt so, wie es soll. Ganz ohne irgendeinen von dir unterstellten Betrug. Die Kugel widerlegt also nicht die Kugel, sondern sie belegt im Gegenteil, dass es dir einfach nur an grundlegendem Verständnis mangelt und du dir irgendwelchen grotesken Unfug zusammenfantasierst. Du selbst bist hier derjenige, der dringend ein paar Erklärungen und Nachhilfe benötigt, nicht wir. Ach ja, das im Hintergrund ist übrigens eine Aufnahme von mir. Das sind alles Sterne in der Region rund um die Vega und der Stern mit Leier mit dem Ringnebel. Es ist schon ziemlich cool, dass Kugelerde und Heliozentrik nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis dermaßen perfekt funktionieren, dass ein jeder selbst schon mit einem einfachen, kleinen Teleskop anhand präziser Berechnungen und Simulationen solche Objekte relativ leicht am Himmel finden und mit einer normalen Spiegelreflexkamera ablichten kann. Es ist bezeichnend, dass bis heute kein einziger Flacherdler nicht mal ansatzweise etwas Ähnliches vorweisen kann. Denkt mal darüber nach, warum ihr dazu nicht in der Lage seid und noch nie sein werdet, weder intellektuell noch technisch. Kleiner Denkanstoß, viele Teleskope, auch mein eigenes, verwenden eine parallaktische Montierung, auch äquatoriale oder deutsche Montierung genannt. Deren Funktionsweise basiert aber auf den geometrischen Eigenschaften einer rotierenden Kugel und wäre auf einer flachen Erde gar nicht benutzbar. Da diese Geräte aber ganz hervorragend funktionieren, nun, der Schluss liegt auf der Hand.